Lasse ist 17, hat keine Wohnung und lebt einfach das ganze Jahr im Zug. Aber wie viel spart er durch sein Leben in der Bahn? Lasse hat schon über 500.000 Kilometer mit den Zügen zurückgelegt. Das ist 12-mal um die Erde. Dafür hat er sich die Bahncard 100 gegönnt. Mit der kannst du ein Jahr lang quer durch Deutschland düsen, in den Zügen schlafen und hast Internet und Strom for free. Aber ist das wirklich ein viel günstigeres Leben? Ich rechne das mal durch am Beispiel der Bahncard 100 zweite Klasse für 4.550 Euro. Die durchschnittliche Bruttokaltmiete für eine Wohnung, sagen wir jetzt mal 45 Quadratmeter, liegt in Deutschland bei gut 4.700 Euro im Jahr. Dazu kommen dann noch die Nebenkosten. Strom und Internet, und das macht zusammen fast 7.000 Euro. Lebst du also für ein Jahr im Zug, sparst du 2.443 Euro. Gönnst du dir aber die erste Klasse, wäre das teurer als eine Wohnung.